Treffpunkt der Jäger war um 7 Uhr in der Früh im Gasthaus Kauzianitz auf ein ordentliches Frühstück. Hannes, du bist heute in Klammerersdorf und veranstaltest das Jagdpächter eine Jagd. Was für Vorbereitungen sind da notwendig? Ja, diese Vorbereitungen gehen schon über Monate. Es beginnt bei der Einladung der Gäste, es beginnt bei der Triebeinteilung, es beginnt bei Sicherheitsvorgaben, die es gibt. Also die sind sehr umfangreich. Darf ich alle im Namen der Jagdgesellschaft Überall Klein-Warersdorf zur heutigen Jagd begrüßen. Ganz besonders freut es mich, wir haben einige Damen unter uns, bleiben uns heil. Der heutigen Jagd, es hat jeder ein Kärtchen erhalten. Die Weißen zum Herrn Dr. Mädel-Hambetter, Rot zum Magister Ebner und die Grünen zu Anna. Wo ist die Anna? Ja, okay. Was macht denn der Jäger im Winter mit dem Wild? Na, wir hegen und pflegen das Wild natürlich. Wir schauen, wenn es wirklich eine Frostperiode ist, dass das Schwarzwild gefüttert wird, weil es kann da nicht brechen, der Boden ist hart und auch das Niederwild wird dann gefüttert und auch das Rehwild. Und warum ist es notwendig, dass man den Wildbestand so dezimiert? Ja, das Schwarzwild vermehrt sich durch diese lauen Winter, durch die Klimaerwärmung sehr stark. Und ja, durch das ist das Esungsangebot sehr gut, die Sterblichkeitsrate ist sehr gering und durch das vermehren sie sich natürlich sehr stark. Raufgestiegen auf den Anhänger und los geht's zur Jagd in das Revier. Im Wald dürfen Tiere glücklich in der freien Natur aufwachsen, da haben sie den im Stall herangezüchteten Tieren einiges voraus. Ossi, ich habe dich da heute bei der Jagd getroffen in Klein-Warersdorf. Welche Funktion hast denn du jagdmäßig? Ich bin der Hägeringleiter und zuständig für auch unter anderem für das Revier in Klein-Warersdorf. So einen Tag in der freien Natur mit dem Herrchen zu verbringen, ist wohl das Schönste für so einen Jagdhund. Diese können ja gar nicht erwarten, dass es endlich losgeht. Wie schaut denn das aus? Wie lange braucht man, bis das so ein Jagdhund ausgebildet ist? Ja, es kommt immer darauf an, welchen Jagdhund du hast. Ob du jetzt einen Terrier hast oder einen Forstehund. Terrier, der dauert nicht so lange, weil der braucht eigentlich nur Schweißprüfungen machen. Aber wenn du jetzt einen Vorstehhund hast, da hast du halt bis zu 2,5 Jahre eine Arbeit, wenn du mit dem alle Prüfungen machen willst, dass er dann fix und fertig ist, der Hund. Nicht? Was für Prüfungen muss denn so ein Hund machen? Ja, der hat viel Wasser, gibt es Bringtreue und Spezialschweiß und die Vorgebrauchshundeprüfung gibt es. Sollten Sie so eine Warntafel sehen, bitte nicht den Wald betreten. Die Treiber arbeiteten sich durch das Dickicht und versuchten dem Jäger, das Wild zuzutreiben. Wer meint, dass die Jagd eine actionreiche Sache ist, der irrt gewaltig. Die meiste Zeit wird mit Warten verbracht. Man braucht dabei viel Ruhe und Geduld. Wie viele Jäger sind denn da heute bei dir bei deiner Jagd eingeladen? Wir haben 63 geladene Gäste, das heißt, das sind Standschützen, Hundeführer und Schützentreiber. Ein paar Schwänderl haben dran glauben müssen. Nach der Jagd ging es ab zu einem gemütlichen Beisammensitzen. Auch die Hunde genossen die letzten Sonnenstrahlen dieses wunderschönen Tages. Was denkst du, warum haben die Jäger so einen schlechten Ruf? Naja, im Grunde genommen, selbstverständlich gibt es auch unter den Jägern schwarze Schafe, aber die gibt es in jedem Berufsstand, nur wir haben an und für sich nicht die Presse, wir haben eigentlich keine Lobby in der Presse oder sehr wenig Lobby in der Presse und natürlich werden Dinge, die innerhalb der Jägerschaft auch passieren, keine Frage, es passieren einige Dinge, die auch nicht gesetzeskonform sind, werden natürlich sehr, sehr breit getreten. Der Jagdpächter sorgte ordentlich für das leibliche Wohl der Jäger. Keiner kam dabei zu kurz. Auch nicht die Kamerafrau, die sich recht herzlich für die Einladung bedanken möchte. Somit ging ein wunderschöner Jagdtag zu Ende.